on board. Buongiorno. Wow. Du bist ins Babyalter zurückgekehrt. Ja. Hast du Bock auf die Niederlande? Sehr. Und richtig Bock auf Windsurfen auch? Ich habe mich beim Klettern verletzt. Perfekt. Richtig geil. Ich hatte gestern MRT. Und wahrscheinlich habe ich irgendwo am Finger so eine Sehne, die halb abgerissen ist. Aber das ist natürlich als Professional PWA Rider, ist das, muss ich mich jetzt umorientieren. Ja, auf was gehst du jetzt? Warte. Fußball. Der Roadtrip beginnt und wir werden in schon 8 Stunden in den Niederlanden sein. Morning. Hier, Erholung leicht gemacht, auch für Skeptiker. Entspannung für Kopfmenschen. Ah, kenne ich keinen. Nee, auch nicht. Nein. Freunde, es ist der erste Tag in den Niederlanden. Die erste Nacht absolut unterirdisch. Immer wenn ich irgendwo neu bin, kann ich sowieso sehr schlecht schlafen. Und dann haben wir gestern während der Fahrt 8 Stunden lang geredet. Und in die Sonne geschaut. Die ganze Zeit. Und dann haben wir hier noch am Abend noch mal 4 Stunden mit Yoki geredet. Also Yoki, da sind wir untergekommen. Das zeigen wir euch auch noch mal. Das ist so das Ferienhaus. Bei mir war es so, ich habe ein Fenster zur Landseite, zu irgendeinem Bauernhof raus. Und irgendeine Kuh, ich weiß nicht, die war vielleicht gestresst. Die hat die ganze Nacht so in einem ganz schnellen Takt. Echt jetzt? Weil das hört sich fast aus einer Waschmaschine an. Weißt du, wie wir fahren müssen? Ja, oder? Ja, also ich fahre jetzt komplett aus dem Gedächtnis. Ja, mach das mal. Nee, aber sieht gut aus. Es ist halt nur leider kein Wind, aber das macht ja nichts. Wir haben ja keine windintensive Sportart, die wir ausüben. Ja. Was passiert jetzt hier? Ja, hier wird aufgebaut, Freunde. Ich baue 7-0 auf und mittleres Board. Und ich habe die tiefe Hoffnung, dass es mehr wird. Dass es mehr wird. Es ist wirklich frisch, ne? Ja, es ist verdammt kalt. Das Problem, wir hatten über 20 Grad angesagt und Sonne. Ja, wie ist es? Ja, geht's? Ja, super. Ja, geht so. Wir sind beide noch so ein bisschen... Ja, ihr Simulanten. Ja. Er hat sich ja geweigert erst. Fanatic, Duoton, war der Meinung, dass das der geile Scheiß. Ja, was für ein Irrtum. Ja, mittlerweile haben wir es geschafft, hier so einen Futurefly anzudrehen. Ja, ne? Und was für ein schönes. Du hast dich ja drum gewunden. Ja. Also es hat noch nicht einmal das Wasser berührt bisher. Aber jetzt bist du ja da, du bringst ja Wind. Ja. Nee. Was? Ja. Wie? Ich wurde ja behauptet, aber... Nee, kann ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, da, ich sehe schon Schaumkronen. Also da geht's gleich richtig ab. Ja, aber die haben alle groß aufgebaut, über 8. Ja, das ist genau das Problem, ne? Es wurde sich, ihr habt euch immer beschwert, dass ich so viel fäule. So. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich gesagt, ich fäule mal nicht, ich fahre nur Finne. Ja. Und dann hast du genau diesen Salat. Was wird denn das jetzt hier? Du hast allen erzählt, du bist krank. Ich habe nicht allen erzählt, ich bin krank. Ich habe einen kaputten Finger. Ja, das ist krank. Ich werde jetzt mit 2 Fingern wingen. Freunde, das ist der Wing, mit dem Chrissy rausgeht. Das ist das Vayu-Board, mit dem Chrissy rausgeht. Dazu gibt es demnächst noch mal ein paar geile News. Freunde, ich gehe jetzt auch noch mal eine Runde raus. Ich nehme die GoPro mit und wir fahren jetzt mal ganz auf die andere Seite. Da hinten ist nämlich richtig Druck. Und da sind auch andere Slalomfahrer und es ist so unfassbar geil mit der Finne. Es ist unfassbar geil. Freunde, es wird so schnell, es macht so Bock. Ich war so lange nicht mit der Finne draußen. Und ja, Mann, ich nehme euch jetzt mit. Gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt. Den Kanal abonnieren und let's go. Freunde der Sonne,
Hier vorne ist so eine Wakeboard-Anlage und genau unter der Wakeboard-Anlage geht der Wind los. Oh ja, gönnt euch das, Freunde! Let's go! Wie geht's? Was? Oh, Freunde, es ist heute leider ein bisschen böig hier. Aber wie gesagt, wir sind immer noch voll K.O. von der Fahrt. Und ziemlich geil, einfach mal wieder Finne zu fahren. Ist echt krass. Ich meine, bei uns am Kospudner See, da mache ich das echt fast nie. Und wenn man das so selten macht, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das sage, ja? Aber man vergisst irgendwie ein bisschen, wie sich's anfühlt. Und das dann wieder zu tun, ist halt ultra geil. Freunde, es geht zurück auf dem Dark Horse 117. So ein unfassbar geiles Brett. Und das Segel macht natürlich auch ultra Bock. Oh yes, Freunde. Und dann wird es noch schön. Dann haben wir ja das eine oder andere, den einen oder anderen Schlag parallel gemacht. Mhm. Und du hast mich nicht auf Anhieb so abgezogen. Also beim letzten Mal oder hast du dann... Achso. Naja, also ich sag mal so, du warst noch nicht in der hinteren Schlaufe drin. Ja. Und solange du nicht in der hinteren Schlaufe drin bist, kommst du niemals auf vollen Speed. Ja, ja. Also das kann auch deutlich schneller werden. Ich war mit deinem Zeug draußen, habe auch gemerkt, das klebte ziemlich, lag ziemlich tief im Wasser, das Brett. Ja, und dann hast du Mastfuß nach hinten. Genau, Mastfuß nach hinten macht man dann, wenn das Brett so ein bisschen klebt am Wasser, dann zieht man unten ein bisschen mehr Downhaul durch. Und meistens reicht es dann schon. Ja, war ganz anders, war super. Tamp ein bisschen also, kürzer. Ja, ich meine, rein theoretisch, ne, ich war mit deiner Kombi draußen und du hast ein No-Cam-Segel, Point 7, ja. ACX ist das. Ja. Und ich war tatsächlich, bin lange kein No-Cam-Segel gefahren, war sehr erstaunt, weil du konntest das Brett richtig auf die Lehkante bringen und konntest fliegen wie ganz normal mit dem Slalom-Segel. Ja. Klar, du hast jetzt nicht ganz den Druckpunkt so stabil gehabt. Aber die eigentliche Frage ist ja, warum redest du kein Wort über deinen Finger? As if it was nothing. Naja. Du erzählst jetzt, wie das Board war, aber die eigentliche Frage ist, was ist mit deiner... Ich glaube, das werde ich heute Abend merken. Ja. Okay. Jetzt gerade ist es sehr kalt und es tat ziemlich weh. Aber er bewegt sich. Das hat er vorher. Freunde, der simuliert doch. Das sieht ganz normal aus. Wir haben es leider nicht geschafft, ein richtiges Outro abzudrehen. Wir haben es einfach verpennt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf die nächsten Holland-Videos habt, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben noch 2 bis 3 weitere Videos abgedreht. Die kommen im Verlaufe dieser und der nächsten Woche. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, um die nicht zu verpassen. Danke an alle meine Sponsoren, Freunde. Senso Sports, Dunekacke und Wilms. Avanti Sales, Futurefly, North Shore. Und es wird da auf jeden Fall jetzt noch ein Neopren-Sponsor dazukommen und auch ein Wing-Sponsor. Dazu aber mehr in den nächsten Videos. Und natürlich auch ein Dankeschön an euch, die Windsurf-Community da draußen. Ich meine, ihr guckt euch natürlich immer die Videos an, aber viele von euch sind auch Kunden bei uns in der Wind Lounge und das ermöglicht natürlich, dass wir Späße machen können wie diese Reise und das beruflich miteinander verbinden und dafür sind wir natürlich ultra dankbar. Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe gerade gesehen, dass hier einfach eine Jeans von mir hängt. Fragt nicht, Freunde. Bis dann. Ciao.